Ja, es macht mir natürlich ist große Freude für mich, in der Premier League jetzt als Trainer zu arbeiten, auch bei so einem traditionsreichen Club wie Crystal Palace. Und ja, ich freue mich riesig drauf, war jetzt doch ein paar Monate auch zu Hause und habe so die letzten Wochen und Monate auch gespürt, das Kribbeln kommt zurück. Und ja, dann hat sich die Möglichkeit ergeben, etwas früher als geplant, aber es war dann so. Und ja, ich freue mich jetzt auf die Aufgabe, ja, mit Crystal Palace möglichst viele Spiele in der Premier League zu gewinnen. Ach, das weiß ich nicht, das ist noch ein ziemlich weiter Weg. Also bisher war Crystal Palace noch nie auf einem einstelligen Tabellenplatz in der Premier League. Also dann schon über Europapokal oder vielleicht sogar Europapokalsieg zu sprechen, denke ich, ist zu weit weg und das hilft weder Crystal Palace noch mir, dass wir uns damit beschäftigen, sondern ja, wir leben im Hier und Jetzt und wir wollen die Mannschaft und die Spieler jetzt Schritt für Schritt weiter nach vorne bringen und möglichst viele Spiele gewinnen. Und was dann dabei rauskommt, das werden wir sehen. Es war auch mal schön zu sehen, dass es ein Leben abseits des Fußballs gibt. Also auch mal selber zu entscheiden, wann man was macht. Sonst ist halt der Terminplan, gibt alles vor, der Spielplan gibt alles vor. Aber einfach mal dann vielleicht bei einem Geburtstag deines eigenen Kindes zu Hause zu sein und nicht irgendwo bei einem Auswärtsspiel. Oder ja, einfach mal zu sagen, wow, Wetter ist schön, jetzt lass uns mal am Wochenende Skifahren gehen. Habe auch diese Zeit genossen. Ich habe auch versucht, mich in verschiedensten Bereichen fortzubilden, mich immer wieder auszutauschen, auch andere Sportarten. Ich war bei den Golden State Warriors, NBA-Team und habe dort mal eine Woche hospitiert, um mal Erfahrungen zu sammeln. Andere Sportart, ja, vielleicht kann man das ein oder andere mitnehmen. Ich habe natürlich sehr viele Fußballspiele auch gesehen. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, diese wieder mal mittendrin zu sein, diese Emotionen zu spüren, mit den Jungs auch täglich am Trainingsplatz zu arbeiten, ja, da ist das Kribbeln ist immer mehr zurückgekommen und ja, jetzt ist es schon wieder voll da.